Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, willkommen zum nächsten Kampf des Abends. 10 Runden WBC Latino Heavyweight Championship. Begrüßen Sie nun auf dem Weg in die blaue Ecke, kommt zu uns Leonardo Ruiz. Und nun, meine Damen und Herren, kommt zu uns in die rote Ecke von Universum Box Promotion. Begrüßen Sie José Landuel! ,94 m, 115 Kilogramm, 6 Kämpfe, 6 Siege, 5 davon durch Knockout. Dieser Mann will an die Spitze. Me llamo José Ángel Landuel. Tengo 31 años, soy cubano y tomé la decisión de venir aquí a Alemania para convertirme en el próximo campeón mundial de los pesos superpesa. Auch sein Trainer ist von Josés Disziplin beeindruckt. José Landuel ist ein hervorragender Boxer. Sein Potenzial haben wir auch schon damals gesehen, als er zu uns zu Universum Box Promotion gewechselt ist, von den Amateuren. Er hat eine hervorragende Amateurkarriere hinter sich. Auf Weltmeisterschaften, auf internationalen Turnieren, alles gerissen, viele Medaillen geholt. Das haben wir auch schon gesehen, wie er im Ring sich präsentiert hat. Der kubanische Flair, die Beweglichkeit in den Beinen, in dieser Gewichtsklasse auch noch, das Feuer im Auge. Sein Siegeswille wird durch seine Motivation getrieben. Meine große Motivation ist meine Familie, meine Mama, meine Hermano. Ich arbeite hart, um darle la mejor vida que ellos se merecen. Auch sein Manager ist überzeugt. Wenn José boxt, mein Herz geht auf. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden viel, viel mehr von ihm noch hören. Das ist ein super Talent und es macht einfach Spaß, ihn zu sehen. Gentlemen, please rise for the national anthem. Meine Damen und Herren, bitte erheben sich von den Plätzen die Nationalhymne. Okay.
Ich darf Ihnen zuerst die Offiziellen vorstellen. Supervisor aus Deutschland ist Malte Müller-Michaelis. Sollte der Kampf die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Daniel van der Wiele aus Belgien, Irene Kostenko und Hendrik Schramm, beide aus der Bundesrepublik Deutschland. Der Ringrichter dieser Meisterschaft ist Fabian Guggenheim aus der Schweiz. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 35 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen 131,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,97 Meter. Er ist Profi seit 2014. Sein Kampfrekord: 12 Kämpfe, 8 Siege, 5 Mal gewann er durch K.O. aus Buenos Aires, all the way from Buenos Aires, Argentina, Leandro Routi. Und nun die rote Ecke, now the red corner. 31 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen genau 120,0 Kilogramm auf die Waage und misst 1,94 Meter. Er ist Profi seit 2019. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 7 Kämpfe, 6 Siege, 5-mal gewann er durch K.O. All the way from Santiago de Cuba und Hamburg, Deutschland, von Universum Box Promotion. The referee now to give instructions. Vamos, José! Ten rounds for the WBC Latino Heavyweight Championship of the World. Seconds out. Also los geht's. Das hat José Ángel Laduet auch selten, dass er 11 Kilo leichter ist als sein Gegner. Robuti mit satten 131 Kilo hier angereist. Mal schauen, wie er mit den harten Schlägen von Laduet zurechtkommt. Er greift erstmal hier kräftiger an. Doch, noch Schlagabtausch ja von Anfang an. Ja, La Pantera, schön die linke drinne. Muss da auf seine Deckung an. Nicht gerade seine Spezialität. Die linke, die schluckt er da. Von Robuti. Unberechenbarer Mann, das gehört sich argentinischer Meister geworden. Zweimal gut durchgekommen jetzt zum Kopf von Laduet. Haben natürlich beide Mordspfund hier in den Fäusten.
Naja, der ist nicht ungefährlich. Leandro Daniel Robuti. Die Frage bei der Körpermasse ist, wenn es nach hinten raus geht, ob er dann die Kräfte hat. Aber jetzt muss er erstmal einstecken. Und dass der Lauret knallhart zuschlagen kann, das wissen wir aus seinen anderen Kämpfen. Die meisten in der ersten Runde beendet gewesen. Und ist ein Knaller, Lauret. Wenn der Gegner wackelt, dann ist es zu spät. Er hat eine ganz schöne Kante, Robuti. Ja, auf die Konter muss er aufpassen, Lauret. Aber ein bisschen tief, gerade die Rechte. Hat er gar nicht gespürt, Robuti. Also wie die mit den Köpfen aufeinander losgehen, das kann auch gefährlich werden. Also erste Runde vorbei. Lauret hat gemerkt, er muss da vorsichtig zur Sache gehen, damit er nicht in einen Konter reinmarschiert. Und der Robuti ist ein robuster Mann, wie wir festgestellt haben. Die Nummer 2 in Argentinien, in der Welt die 120 und damit auch nur 20 Plätze hinter Lauret. Also der ist da gar nicht so weit weg von dem Kubaner. Profi seit 2014. Kämpfte schon mal in Deutschland 2019 um die internationale deutsche Meisterschaft. Ging es da in Karlsruhe gegen Wladislav Sirenko aus der Ukraine. Da gab es eine K.O.-Watschen in Runde 1. Sirenko heute 18 Kämpfe, 18 Siege. Der legte dann seinen Titel nieder und heute freut sich Alborn Pervizay aus Hamburg über den Gürtel nach seinem Sieg über Habib Vukitiana aus Wien. Aber hier geht es ja jetzt um die Latino-Meisterschaft. Die hat José Lauret ja jüngst gewonnen und die will er heute verteidigen und dann weiter nach vorne in der Weltrangliste. Ja, gefährlich, ja, die linke Schlaghand von Robuti. Rechtsausleger. Ja, fordert das Lauret auf, da ein bisschen noch härter drauf zu hauen. Und macht er jetzt. Aber so leicht geht er nicht runter. Der 131 Kilo Mann. Argentinischer Meister wurde er vor ein paar Monaten mit einem Punktsieg über Kevin Nicolas Espindolo. Oh, der Rechte. Oh, der hat jetzt schön durchgeschüttelt. Und jetzt geht er natürlich nach, der Lauret. Ah, ein bisschen kühler im Kopf muss er behalten. Fegt es da zwei, dreimal über den Kopf von Robuti drüber. Und nochmal die Rechte.
Ja, die hat er geschwört. Jetzt steht er da in der Ringecke. Zweimal die Rechte durchgekommen und da steht er. Und ist K.O. im Stehen. Lanuet hat mal wieder gezeigt, was er für ein K.O.-Schläger, für ein K.O.-Monster ist. Da ist er zwei, drei Mal durchgekommen. Da war er schon nicht mal bei Sinn. Und Fabian Guggenheim da ein bisschen zu spät dazwischen, aber gut, war auch schwer zu sehen für ihn. Und Laduet hat mal wieder sein Werk vollendet in Runde 2, aber wie? Ja, der hat also eine unglaubliche Schlagkraft, der 31-jährige Kubaner. Und wenn der so weitermacht, dann dauert es auch nicht mehr lange, dann ist er eben in der Weltrangliste nach vorne gerutscht. Also besser als 100 ist auf alle Fälle. Da kräucheln ganz andere vor ihm rum. Und der Roputi in der ersten Runde hat er gar nicht schlecht ausgesehen. Aber da hat er feststellen müssen, hoppla hoppla. Da kommt einer, der hat noch ein bisschen mehr Power in den Fäusten. Und er sitzt immer noch am Boden, schwer benommen, während natürlich Laduet hier tanzt und feiert. Hier nochmal zu sehen, dieser knallharte Knock. Hoffen wir mal, dass er jetzt schnell wieder auf die Beine kommt. Also Augen hat er auf. Er ist wieder da, klar, zumindest. Ja, mit dem José Ángel Laduet, da ist halt nicht zu spaßen. Und wenn der Argentinier da noch auffordert, kommt, dann hauen wir richtig zu. Da macht er das halt. Und dann endet so ein Kampf so, wie er jetzt geendet hat, nämlich mit einem schweren K.O. Die Frage ist, was passiert mit Laduet, wenn er mal einen hat, wo er auch verteidigen muss, wo er seine Deckung benutzen muss. Aber gut, für die Zukunft zeigen. Bislang hat er alles hier souverän weggeräumt. Und er hat jetzt nicht mal eine schlechte Leistung gezeigt, der Leandro Roputi. Er war schon couragiert, wie er da zur Sache gegangen ist, vor allen Dingen in Runde 1. Aber wenn der mal ins Rollen kommt, der Laduet, dann ist der Kerl nicht zu halten. Und er behält den Latino-Gürtel, den er gegen Santander Silgado gewonnen hatte. Es gibt gar nicht so viele, die den bislang hatten. 2002 André Pourlet aus Guyana. War der erste 2007, Juan Carlos Gomez, den kennen wir noch gut hier aus Deutschland. Fres Okendo, Daniel Solis, Shannon Briggs, da waren also ein paar große Namen dabei, Luis Ortiz, Tyron Sponge. 2019 war der letzte Vorladuett, Jonathan Rice. Ja, können sich hier Zeit lassen, mit einem Handschuh ausziehen, weil die beiden Hauptkämpfer, die werden sich jetzt noch zurecht machen müssen. Ja, Shan Kosubutski aus Kasachstan. Ich sag's nochmal, 16 Kämpfe, 16 Siege, 15 Knockouts gegen Alexis Garcia aus der Dominikanischen Republik. 11 Kämpfe, 11 Siege, 7 Knockouts. Also auch da treffen wieder zwei hart schlagende Jungs aufeinander. Gleich hier nach der Urteilsverkündung. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen Riesenapplaus für beide Fighter. Ladies and Gentlemen, we got a winner by TKO, meine Damen und Herren. Wir haben einen Gewinner durch TKO in Runde 2. TKO, Winner by 1 minute and 10 seconds, nach 1 Minute und 10 Sekunden. Aus dem Boxstahl-Universum Box Promotion, all the way from Santiago, Cuba and Hamburg. And still the WBC Latino Heavyweight Champion of the World, José Laduet.
Ja, da steht er nochmal für das Siegerfoto. Ladoet, von dem werden wir noch einiges hören. Da bin ich mir vollkommen sicher, davon bin ich überzeugt. Hier mit seinen Trainern. Unser Manager und sein Übersetzer, alle da, Raphael Behran. Flavio Mirabal. José, erst einmal Gratulation, congrats. Flavio würde übersetzen, klasse Leistung, TKO Runde 2, war das genau der Matchplan? Trabajaste el primer round y salió a trabajarme fuerte. Yo me estaba cuidando que no hubiera ningún golpe que me pudiera poner un poco mal. El primer round quedó parejo y al segundo salí a poner un poquito más de presión y fue donde salió los golpes. Mein Ziel war von Anfang an, den K.O. zu suchen. Ich habe mich konzentriert auf ihn, auf eingestellt, ist ein Rechtsausleger. Aber mein Plan ist aufgegangen, ihn schnell zu vernichten. Achter Kampf mittlerweile, sechstes K.O. Wie geht's denn weiter? Wann knüpft man ganz oben an? Séptima pelea, sexto K.O. ¿Cuál es ahora el plan? ¿Qué es la próxima meta? Quiero pelear por algo más grande. Ya no siento que con peleando en América, no, con los latinos no me siento. Necesito pelear más fuerte y me voy a trabajar en base para trabajar. Ich habe jetzt den Latino-Titel jetzt verteidigt. Es gibt jetzt keine Gegner mehr eigentlich in den Latino-Bereich, der mir was mich unter Druck setzen kann. Ich möchte als nächsten WBC-Titel boxen, einen internationalen Titel, wo auch mal andere Gegner aus anderen Kontinenten gegen mich boxen. Das klingt doch gut, da wünschen wir alles Gute. Ganz kurze Nachfrage noch. La Pantera ist sein Kampfname, genauso an Anlehnung an Juan Carlos Gomez, Pantera Negra, oder warum auch La Pantera? También es Pantera, porque es así, ya fue antes, sí, o es porque Juan Carlos Gómez también se llamaba así. Bueno, desde que tengo 18 años me pusieron en Cuba, me pusieron la Pantera y ya siempre he peleado como representando el nombre de la Pantera hasta que conocí a Juan Carlos y supe que era la Pantera Negra también. Y yo venía de Cuba con el nombre de la Pantera. Seitdem ich 18 bin, werde ich La Pantera, der Panther genannt. Als ich nach Deutschland kam, habe ich erfahren, dass Juan Carlos Gómez auch Panther oder sogar Black Panther heißt. Ist aber ein Zufall. Okay, dann nochmal herzlichen Glückwunsch, vielen Dank. Muchas gracias.